Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 22. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part waren wir ja mit Iana beim Ultraschall und haben erfahren, dass sie Zwillinge bekommt, nämlich ein Mädchen und einen Jungen. Außerdem habe ich euch gefragt, was ihr davon halten würdet, wenn Iana und Lily zusammenziehen. Denn es sind ja beide alleinstehend, schwanger und vermutlich auf Hilfe angewiesen. Damit wart ihr einverstanden, was bedeutet, dass wir bald einen sehr großen Haushalt haben werden. Denn auch Lily bekommt Zwillinge und außerdem hat sie schon ein Kind. Und Iana hat ja auch schon ein Kind, das heißt, wir haben bald einen riesengroßen Haushalt. Den Umzug werden wir dann heute angehen, aber dazu später mehr. Außerdem habe ich euch ja gefragt, welche Challenge wir nach der Werwolf-Challenge angehen sollen. Dazu läuft übrigens gerade auch eine Umfrage hier auf YouTube im Community-Tab. Dabei könnt ihr auswählen, ob ihr lieber die Disney Legacy Challenge hättet, also die klassische mit Prinzessinnen, oder die Disney Villain Challenge, also die mit Bösewichten. Genau jetzt, in diesem Moment, während ich dieses Video aufnehme, haben tatsächlich schon fast 100 Leute abgestimmt. Und es steht 50-50. Also ihr seid genauso unentschlossen, wie ich es bin. Deshalb kann und will ich mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht für eine Challenge entscheiden. Aber im nächsten Part werden ja die Zwillinge geboren. Also sowohl die Zwillinge von Iana als auch die von Lily. Das bedeutet, unsere Protagonistin für die nächste Challenge kommt schon im nächsten Part auf die Welt. Das heißt, wir werden vorerst jetzt erstmal eine Disney-Prinzessin und einen Disney-Bösewicht in der Familie haben. Nämlich Schneewittchen und ihre böse Königin. Mit einer der beiden werden wir eben weiterspielen, deshalb schreibt mir bitte jede Menge Namensvorschläge und auch Ideen für Storylines in die Kommentare. Und genau, zwei jungen Namen brauchen wir natürlich auch noch, aber jetzt habe ich wirklich genug geredet, wir starten jetzt in den Part hinein. Und mit diesem traurigen Anblick starten wir in den Part hinein. Eigentlich wollte ich den Part noch gar nicht beginnen, aber leider ist Yoru gerade verstorben. Raya, steh mal auf. Iana, du musst auch aufstehen. Oh nein, wie traurig. Yoru hat ein gutes Leben mit Knochenbällen und Gebell geführt, aber jetzt ist es Zeit, sich hinzulegen und die Reise zum großen Hundepark im Himmel anzutreten. Oh. Nein, jetzt sind alle so traurig. Dabei ist es gerade so eine glückliche Zeit. Oh mein Gott, warum ist der Sensenmann hier gespawnt? Das ist nicht mal ein Zimmer. Okay, es ist der Sensenmann. Der kann, glaube ich, alles tun. Und jetzt sind alle natürlich sehr, sehr traurig. Und Iana wird das zusätzlich noch belasten. Immerhin ist sie schwanger und weiß nicht, wie sie das alles schaffen soll, wenn sie jetzt noch zwei Kinder bekommt. Und alleinerziehend ist und sie ist einfach mit allem überfordert. Also ich freue mich wirklich schon drauf, wenn sie sich dann mit Lily unterhält und sie beschließen, dass sie zusammenziehen werden. Denn ich glaube wirklich, dass Iana genau das jetzt braucht. Und Raya konnte anscheinend nochmal einschlafen und hatte jetzt einen Albtraum. Oh nein, arme Raya. Aber weißt du was? Mach noch ein paar Nickerchen. Du hast zwar morgen keine Schule, aber trotzdem solltest du ausgeschlafen sein. Und Iana, schick mal den Sensenmann nach Hause. Was macht der denn eigentlich noch da? Geh weg. Wir schicken ihn nach Hause. Und dann muss Iana eine Kleinigkeit essen. Immerhin ist sie schwanger und sie hat wirklich die ganze Zeit Hunger. Also ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber es kommt mir so vor, als hätte sie mehr Hunger als bei ihrer letzten Schwangerschaft. Irgendwie ist sie die ganze Zeit nur am Essen. Und dann kann sie sich einmal ausheulen und dann wird auch sie schlafen gehen. Und morgen in der Früh werden wir uns dann am besten gleich so früh wie möglich mit Lily treffen. Es ist kurz nach 8 Uhr und die beiden sind gerade aufgewacht. Iana wird jetzt schnell ein Frühstück servieren. Sie macht jetzt einfach Rührei mit Speck. Denn auch wenn die beiden am Trauern sind, müssen sie natürlich essen. Wer bist denn du schon wieder und was willst du in meinem Haus? Julia Wright, die will doch sicher wieder beste Freunde werden mit uns, oder? Ganz sicher. Julia Wright findet Coraya Yuna Hemming klasse und möchte beste Freunde werden? Auf keinen Fall, bitte lass mein Kind in Ruhe. Und außerdem haben wir noch die Benachrichtigung bekommen, dass Iana nicht genügend Autarkie gezeigt hat. Ich weiß schon wieder nicht mal, was das ist. Ich bin so schlecht im Werwolf-Dasein meiner Sims, ich habe keine Ahnung, ich vergesse mal alles. Sorge für dich und die Zukunft des Rudels. Ach, das ist mir tatsächlich am liebsten. Und jetzt fragt Raya ihre Mutter nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Ich würde sagen, Iana sagt jetzt, konzentriere dich auf andere Themen. Aber einfach nur,
weil ich glaube, dass es Raya einfach wirklich schlecht geht, weil Yoru verstorben ist und Iana möchte eben nicht, dass sie sich jetzt auch noch wegen der Schule stresst. Und nachdem die beiden gefrühstückt haben, kann Iana einmal Brotstangen backen und die werden wir dann dem Rudel vorbeibringen. Wir haben gerade zum ersten Mal Tantiemen bekommen. Ganze 6 Simoleons für ich und meine Wut. Wow, das war anscheinend ein großartiges Buch. Und irgendwie hat Raya was anderes gefrühstückt und dabei den Kühlschrank kaputt gemacht. Warum läuft hier eigentlich immer alles schief? Wir werden den einfach ersetzen und dann kann Iana weiterkochen. Und Raya macht in der Zwischenzeit den Haushalt. Womit haben wir dieses Kind überhaupt verdient? Was macht sie jetzt? Über Gefühle bloggen, ja. Das kann sie natürlich sehr gerne machen. Iana, du sollst weiter kochen. Oder zumindest backen. Dann geben wir die Brotstangen mal ins Inventar. Dann kann sie noch ganz schnell auf die Toilette gehen. Und dann werden wir das beim Rudel vorbeibringen. Dann sollte das auch wieder in Ordnung sein. Und ich hätte gesagt, dann treffen wir uns gleich mal mit Lily. Vielleicht reisen wir sogar mal nach Willow Creek. Da waren wir ja schon ewig nicht mehr. Und immerhin werden wir bald dorthin ziehen. Ach so, ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Wir werden nicht hier bleiben. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe genug von Moonwood Mill. Und ich habe in Willow Creek ein neues Haus platziert, in dem Lily lebt und habe es auch schon ein wenig eingerichtet. Also es passt einfach perfekt dann für die ganze große Familie. Aber das schauen wir uns heute auf jeden Fall noch an. Aber zuerst muss Iana sich natürlich mal mit Lily treffen. Perfekt, mit dem Werwolfrudel ist jetzt wieder alles in Ordnung. Dann reisen wir jetzt mal nach Willow Creek. Also hier sehen wir schon das neue Haus und es wohnen tatsächlich auch nur mehr Lily und ihr Sohn hier. Oder Tochter, ich bin mir gerade nicht sicher. Julian, ihr Sohn. Und sie sind ja auch die Nachbarn von Ianas Eltern. Also das passt einfach perfekt. Aber jetzt treffen wir uns erstmal mit Lily. Ich hätte gesagt, wir treffen uns einfach hier in dem Park. Und zwar treffen wir uns jetzt mit Lily hübsch. Und dann können die beiden einfach alles besprechen. Und Iana wird vermutlich auch erzählen, wie schlecht es ihr geht, dadurch, dass jetzt Yoru verstorben ist und dass sie einfach nicht mehr weiter weiß. Und hier ist sie. Oh mein Gott, es sind einfach beide so unglaublich schwanger und traurig. Na, das passt ja gut. Wir werden ihr gleich mal die großen Neuigkeiten erzählen. Und dann fragen wir sie einmal nach Entbindungstermin, auch wenn Iana das ja natürlich weiß. Aber vielleicht möchte sie einfach nochmal auf Nummer sicher gehen und sich einfach ein wenig mit ihr absprechen. Immerhin waren die beiden im letzten Part ja auch gemeinsam beim Ultraschall. Oh, Lily ist auch traurig. Wieso ist sie denn traurig? Wir werden mal versuchen, ihr den Tag zu verschönern. Und dann werden wir sie um Rat bitten und Iana wird einfach erzählen, Lily, ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr weiter. Jetzt bekomme ich Zwillinge und ich bin ganz allein und ich könnte mir vorstellen, dass es dir ähnlich geht. Immerhin sind wir fast in der gleichen Situation. Deshalb wird sie jetzt nochmal über ihre traurige Stimmung reden. Und dann werden wir sie einmal bewundern und sagen, ich verstehe wirklich nicht, wie du das alles schaffst. Bei dir sieht das alles immer so leicht aus. Und Lily wird ihr jetzt gestehen, naja, so ganz stimmt das nicht. Also ich habe auch meinen Struggle. Und bei mir läuft auch nicht immer alles nach Plan. Und dann wird Lily uns eine dramatische Geschichte erzählen und wird erzählen, jetzt ist es nämlich auch noch so, dass meine Schwester ausgezogen ist. Also meine Schwester und ihre 3 Kinder sind ausgezogen und ich bin jetzt allein in diesem großen Haus. Jetzt noch mit Julian und dann noch mit den 2 Babys, die eben unterwegs sind. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und jetzt haben sie ein Gefühl miteinander erhalten und haben zusammengewachsen durch gute Zeiten. Iana weiß es zu schätzen, dass sich Lily Zeit für sie nimmt. Die gemeinsam verbrachte Zeit scheint sie näher zusammenzubringen. Und jetzt schlägt Lily Iana vor, sie könnten ja zusammenziehen. Also sie könnten ja die Kinder zusammen großziehen und eben, wer bist du und warum hast du gar nichts an? Oh, das ist Mike Förster, der Alien-Mann. Ja, sozusagen ein Ex-Freund von Iana, irgendwie, auch wenn sie ja nie wirklich zusammen waren. Aber egal, auf jeden Fall hat Lily Iana jetzt gefragt, ob sie nicht zusammenziehen wollen. Und Iana ist natürlich total begeistert. Vor allem, ich glaube, sie hat auch schon ein bisschen genug von Moonwood Mill. Wer bist denn du jetzt? Felix Braun, nein. Wir führen hier ein privates Gespräch. Bitte geh jetzt. Auf jeden Fall werden wir ihr nochmal den Tag verschönern und uns einfach bedanken dafür, dass wir bei ihr einziehen dürfen. Und ich glaube, Iana fühlt sich jetzt auch schon richtig gut. Sie beschwert sich jetzt noch einmal über ihre Probleme. Und dann fragt sie Lily einfach mal, ob sie eigentlich gern ein Werwolf wäre. Ich
Ich glaube, das war ein Fehler. Irgendwie habe ich jetzt Angst, dass sie verwandelt wird, aber ich wollte es mal ausprobieren. Okay, Lily ist sich nicht ganz sicher, aber irgendwie möchte sie es. Ich wäre gern eine Werwölfin. Danke für dein Angebot. Kannst du mich bitte verwandeln? Wir verwandeln sie jetzt aber nicht gleich, oder? Lily hat einfach ein Sandwich eingesteckt. Oh mein Gott, sie ist so cool. Wie können wir sie verwandeln? Unter Einfluss des Fluches beißen. Okay, wir müssen noch warten, bis sie nicht mehr schwanger ist. Aber ich hätte gesagt, dann werden wir Lily auch verwandeln. Immerhin ist es eine Werwolf-Challenge. Und das ist ja dann schon irgendwie so ein bisschen der Sinn davon, dass alle Werwölfe sind. Auch wenn ich persönlich genug von Werwölfen habe, sollten wir Lily auf jeden Fall verwandeln. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber nach diesem Gespräch wird Iana jetzt wieder nach Hause gehen und muss sich natürlich auch noch mit ihrer Tochter unterhalten. Also, ich bin schon sehr gespannt, wie Raya das aufnehmen wird. Immerhin ist Raya jetzt zwar glücklich, dass Iana schwanger ist, aber weiß vielleicht, dass ihre Mutter ein wenig überfordert von der Situation sein könnte. Und ja, deshalb weiß ich jetzt nicht, wie sie das aufnimmt, dass sie jetzt auch noch wegziehen. Und sie muss ja dann auch auf eine neue Schule, wobei andererseits wird Raya im nächsten oder übernächsten Part schon zur Teenagerin. Das heißt, sie geht dann sowieso auf eine andere Schule und an der jetzigen Schule hat sie ohnehin nicht so viele Freunde gefunden. Ja, keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, aber ich glaube vielleicht, dass Raya sich sogar darüber freuen könnte. Vor allem, weil sie jetzt so lange ein Einzelkind war und dann hat sie so viele Geschwister. Ich glaube, das könnte schön sein. Aber ich möchte jetzt, dass die beiden essen gehen und ich glaube, ich werde da zuerst ein Restaurant in Willow Creek platzieren, dass die beiden sich eben gemeinsam Willow Creek nochmal anschauen, vielleicht bei der Gelegenheit auch die Eltern von Iana besuchen und dann wird sie ihr das eben erzählen. Also, dann gehen wir jetzt nochmal nach Willow Creek und ich schaue mal in die Galerie, ob ich da etwas Passendes finde. Das ist ja immer so eine Sache, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir funktioniert die Galerie sehr oft nicht. Aber ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich gebe einfach mal als Hashtag Willow Creek ein und dann schaue ich einfach mal, was ich so finde. Ich glaube, ich nehme einfach gleich das hier. Es heißt The Pancake House und sieht wirklich unglaublich toll aus. Dann platziere ich das hier jetzt einfach mal und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich hoffe, dass es funktioniert. Manchmal funktionieren Restaurants bei mir irgendwie nicht so gut. Aber ich hoffe, dass es dieses Mal hinhaut. Und dann werden Iana und die kleine Raya dort jetzt eben hingehen und werden gemeinsam über die Zukunft sprechen. Die beiden sind einfach super traurig und Iana möchte sich schon wieder ausheulen. Aber nein, es tut mir leid, wir müssen jetzt was anderes tun. Wobei, vielleicht heitet es die beiden ja eh ein bisschen auf, dass sie mal so Quality Time zu zweit verbringen können. Stimmt, ich habe ja auch gesagt, wir könnten dann noch bei den Großeltern vorbeischauen. Wobei, wir wohnen ja bald direkt neben ihnen. Das heißt, in Zukunft werden wir auf jeden Fall jede Menge Zeit mit ihnen verbringen. Was sehr gut ist, denn immerhin sind die beiden auch schon Senioren. Und naja, wie wir von der 100 Baby Challenge wissen, Zeit vergeht wirklich schnell. Und ich möchte nicht, dass die beiden von uns gehen, ohne dass wir noch mehr Zeit mit ihnen verbracht haben. Okay, hier draußen steht die Köchin. Ich hoffe nicht, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Gut, setzen wir uns einfach. Wo könnten wir uns denn hinsetzen? Irgendwie ist mir dieser Tisch sympathisch. Bitten wir mal hier um den Tisch. Wer seid denn ihr? Oh, Victor Fang, ein Mann, den wir nicht mögen. Und Michael Bell, den mögen wir sogar. Hätte mich nicht gewundert, wenn das beides Feinde von uns gewesen wären. Das wäre ja tatsächlich nichts Neues, dass Iana sich mit irgendjemandem nicht so gut versteht. Ist denn jemand aus unserer Familie hier? Nein. Okay, schade. Wäre lustig gewesen, wenn wir zufällig jemanden getroffen hätten. Iana ist schon so schwanger. Ist sie eigentlich schon im dritten Trimester? Oh. Entbindung ist schon in Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist nicht gut. Wir müssen uns beeilen. Wir werden dann gleich mal für Tisch bestellen. Denn ich möchte auf keinen Fall, dass die Babys in diesem Part auf die Welt kommen. Also weder von Iana noch von Lily. Das heißt, wir müssen uns ein wenig beeilen. Es ist ja jetzt Nachmittag, also vielleicht essen die beiden nur ein Dessert. Auf jeden Fall trinken sie mal einen Orangensaft. Und Raya isst einen Pfannkuchen. Und Iana wird eine Obsttorte essen. Warum nicht? Ich hoffe, dass es gleich geliefert wird. Das ist ja immer so eine Sache. Ansonsten müssen wir mal wieder gehen
ohne dass wir etwas gegessen haben. Wäre tatsächlich nicht das erste Mal. Restaurantbesuche scheitern bei mir tatsächlich öfter. Jana ist aber auf jeden Fall schon dabei, für die beiden zu bestellen. Und dann wird sie mal versuchen, Rias Tag zu verschönern und einfach sagen, ich weiß, das mit Yoru war wirklich schrecklich, aber es werden bessere Zeiten kommen. Versprochen. Und Raya fühlt sich jetzt tatsächlich auch glücklich. Also ich glaube, sie findet es unglaublich schön, dass die beiden endlich mal alleine wo sind, weil ich glaube, sie haben zu zweit tatsächlich noch nie wirklich etwas unternommen. Dann wird sie ihre Tochter mal nach der Schule fragen und fragen, wie es eigentlich so läuft bei ihr und ob alles in Ordnung ist. Und dann wird sie es jetzt einfach mal um Rat bitten und ganz ehrlich sein und sagen, dass sie eben Zwillinge bekommt und alleinerziehend ist und einfach nicht weiß, ob sie es alleine schafft. Und Raya ist jetzt natürlich erstmal verwirrt und kennt sich gar nicht mehr aus. Und dann wird sie ja aber eine fesselnde Geschichte erzählen und einfach erzählen, dass sie sich mit Lilly getroffen hat und dass sie beschlossen haben, dass sie jetzt zusammenziehen und eine große Familie werden. Und ich bin schon sehr gespannt, wie Raya darauf reagiert. Jetzt ist sie auch irgendwie wieder traurig, das ist nicht gut. Klingt unangenehm, wegen Schwangerschaft eines anderen Sims. Warum muss eine Schwangerschaft manchmal so hart sein? Sich vorzustellen, dass für jeden geborenen Sim ein Sim dies durchmachen musste. Oh nein. Also Raya fühlt jetzt wirklich mit ihrer Mutter mit und ist jetzt einfach traurig, dass ihre Mutter leidet. Und jetzt haben die beiden noch eine Stimmung miteinander erhalten. Und Raya wird jetzt einmal fragen, ob sie das Baby fühlen darf. Und welche Stimmung haben die beiden jetzt? Freundlicher Rat, absolute Verehrung und größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Ich habe leider keine Ahnung, welche davon neu ist. Aber auf jeden Fall durchwegs positive Stimmungen und sie verstehen sich auch einfach großartig. Wir warten noch immer auf das Essen. Ich habe keine Ahnung, wann das kommt. Irgendwie dauert es immer ein bisschen. Warten, bis Bestellung gebracht wird. Ja, bereitet die Köchin schon unsere Sachen vor? Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte nicht länger warten. Ich werde an dieser Stelle tatsächlich jetzt die Familie wechseln. Denn ich werde zu Lillys Haushalt gehen und dann Jana und Raya einladen und die beiden auf diese Art und Weise dem Haushalt hinzufügen. Denn wir sind ja mehr als 8 Sims und aus diesem Grund müssen wir das so machen und können sie nicht irgendwie offizieller zusammenziehen lassen. Da gibt es leider keine andere Möglichkeit. Gut, dann gehen wir wieder nach Willow Creek. Und hier wohnt unsere Lilly. Wo ist sie denn? Oh, sie ist noch immer im Park. Ja, egal. Dann gehen wir einfach mal zu ihr und werden nach Hause reisen. Und dann werden wir gleich Jana und Raya einladen und das eben planen, dass sie zusammenziehen. Und ich freue mich schon. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Also es wird sicher unglaublich stressig, weil wir dann unglaublich viele Sims im Haushalt haben und auch sehr viele Babys. Also tatsächlich mehr Babys, als wir je in der 100 Baby Challenge gleichzeitig hatten. Aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Aber auf jeden Fall reisen wir jetzt ganz schnell nach Hause und können eigentlich Jana und Raya gleich mitnehmen. Und dann werden die beiden einziehen und zeigt euch das ganze Haus und kann euch eben erklären, was ich so geplant habe, welches Zimmer wem gehört. Und ja, ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Und hier sind wir. Das ist das Haus. Also ich weiß, es sieht sehr anders aus als das Haus, das vorhin hier stand. Hier stand ja eigentlich eine riesige Villa. Aber ich finde es so tatsächlich besser. Es ist nämlich viel überschaubarer. Denn ich hasse es tatsächlich in so riesigen Häusern spielen, weil ich mich einfach nicht auskenne. Ja, aber bevor ich euch das Haus zeige, wird Lilly jetzt hingehen und ihr einfach den Wohnungsschlüssel geben. Wir können ja sagen, sie haben schon alles besprochen und jetzt gibt sie auch noch den Schlüssel und jetzt sind die beiden eben offiziell eingezogen. Und deshalb werden wir jetzt mit Shift Jana zur Familie hinzufügen und dann auch noch Raya zur Familie hinzufügen. Und jetzt leben sie tatsächlich hier. Es ist so schräg, dass die jetzt einfach hier sind. Wir leben einfach mit Lilly zusammen. Und mit dem kleinen Julian. Kennen Sie Julian jetzt schon? Okay, gut. Die haben sich jetzt anscheinend auch kennengelernt. Warum hat er eigentlich einen anderen Nachnamen? Ich glaube, den von seinem Vater, oder? Wer ist nochmal sein Vater? Nein. Sein Vater ist Orange Bailey Moon und sein Nachname ist Pauls. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer ist Pauls? Von wem hast du deinen Nachnamen, Kind? Ich habe keine Ahnung. Wir kennen niemanden mit diesem Namen. Aber gut, ich zeige euch jetzt mal das Haus.
Also, das ist das Haus. Wir haben insgesamt 2 Etagen und auch einen wundervollen Garten mit Pool und allem. Also, es ist wirklich traumhaft hier. Ich liebe dieses Haus. Hier unten haben wir mal einen Eingangsbereich. Dann haben wir hier ein Wohnzimmer. Hier ist dann das erste Kinderzimmer. Also, hier wohnt tatsächlich Julian. Es ist jetzt alles noch nicht so persönlich eingerichtet. Das wollte ich dann auch nach und nach machen. Ich habe jetzt nur mal die Basics gemacht. Hier haben wir eine Toilette. Dann haben wir hier auch noch so einen kleinen Aufenthaltsbereich mit einer Staffelei. Das ist tatsächlich für Lilly, denn ich habe entdeckt, dass sie sehr, sehr gerne malt. Also sie hat tatsächlich Malerei Level 5 und das passt doch sehr gut. Hier haben wir dann eine Küche. Hier irgendwie auch noch so einen kleinen Raum mit einem Sofa. Keine Ahnung wieso. Hier noch ein Badezimmer und hier ein Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer von Raya. Sieht jetzt nicht sonderlich kindlich aus, aber immerhin. Wie gesagt, sie hat ja auch bald Geburtstag, nämlich morgen, und da wird dann auch schon Julian zum Kind. Alles klar. Auf jeden Fall hat sie deswegen schon ein sehr erwachsenes Zimmer und sie lebt eben hier unten, denn im oberen Stock wohnen dann die ganz Kleinen und eben deren Mütter. Also, hier kommt man die Stiege rauf, dann ist hier noch ein Badezimmer. Hier ist das Zimmer für die Babys. Also, wir haben jeweils hier 2 Wiegen und hier 2 Wiegen. Ich weiß noch nicht, wie wir das in Zukunft machen. Also, ob ich das so lasse, dass die in einem riesigen Zimmer leben oder ob wir das dann aufteilen. Ich habe noch absolut keine Ahnung. Hier habe ich mir gedacht, wohnt Iana. Man sieht es auch ein wenig. Hier am Boden haben wir ein paar Kratzer und an der Wand. Außerdem hat sie hier noch ein paar Werwolf-Gegenstände, also diesen Spiegel und dann natürlich einen Computer. Oder eigentlich ist das so eine Mischung aus Schreibmaschine und Computer, damit sie ihre Bücher schreiben kann. Hier noch ein Badezimmer und hier ist das Zimmer von Lilly. Wie gesagt, es ist jetzt noch nicht so personalisiert, aber ich muss ja auch irgendwie die anderen Charaktere auch erst kennenlernen. Und ja, ich glaube aber, dass das sehr, sehr schön wird. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich wie ändern könnte. Ich werde jetzt mal alle Betten zuweisen. Also hier lebt eben Raya, hier hinten Julian, dann ist das Lillys Bett und hier hinten lebt Iana. Übrigens habe ich entdeckt, dass Lilly auch nicht so der nette Sim ist. Also sie hat hier das Merkmal, dass sie kleptomanisch ist und niederträchtig und hat tatsächlich das Staatsfeindinbestreben. Außerdem habe ich entdeckt, wenn wir mit ihr jetzt eine Karriere einschlagen wollen, sehen wir nämlich sehr, sehr gut, was sie studiert hat. Aber das zeige ich euch jetzt am besten gleich. Und zwar sehen wir hier bei der Verbrecherkarriere, hätte sie tatsächlich wegen ihrem Universitätsabschluss einen Bonus. Denn sie hat tatsächlich Gaunerei studiert. Also wir könnten sie in die Verbrecherkarriere schicken oder als interstellare Schmugglerin oder als Schurkin. Also das wären so die Karrieren, für die sie eben schon einen Bonus hätte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir das machen sollen. Würde dann übrigens natürlich auch gut passen, wenn ihr Kind unser Bösewicht wird und Ianas Kind unsere Prinzessin. Aber auch das könnt ihr mir natürlich noch gern in die Kommentare schreiben. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also, wie euch sicher aufgefallen ist, in diesem Part habe ich hauptsächlich gelabert und eher wenig gespielt. Keine Sorge, das wird sich dann im nächsten Part wieder ändern. Da kommen dann nämlich die Kinder auf die Welt und außerdem werden wir vermutlich auch den Geburtstag von Raya und Julian feiern. Also ja, jede Menge wird passieren. Aber an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich freue mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!